Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Niedersachsen 22. Die Mähwerke laufen, wie ihr seht. Es geht also hier auf den Wiesen gerade munter weiter. Was jetzt nicht läuft, das sind die Ballenpressen. Die ziehen dann später nach. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir hier die Helfer ranlassen und die auf die Wiesen gehen und hier jetzt die Mäharbeiten voll richten. Warum machen wir das? Weil wir uns die Zeit nehmen werden, die Ballen schon mal einzusammeln, die hier rumliegen. Und wir schauen mal, tatsächlich müssen wieder Milch abgeholt werden, Gülle muss abgeholt werden. Wir müssen, glaube ich, teilweise auch die Tiere füttern, etc. etc. Wir haben genug drumherum zu tun. Und mittlerweile kann ich ein klein bisschen Videoschnitt, also ich kann euch auch möglicherweise, wenn wir noch nicht ganz so viel geschafft haben oder nicht genug zu tun haben sollten, dann kann ich euch hier auch noch einen Zeitraffer reinschalten. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und gucken, was noch alles so zu tun ist. Man sieht hier, dass mein Vorgewende vielleicht teilweise nicht ganz so exakt war. Also, ja. Mal lappt er nach links über, mal nach rechts. Nach rechts ist blöd, dann lässt er nämlich was stehen. Also, gehen wir durch. Der hier fährt auf der großen Wiese gerade. Das ist der Part. Dann ist ein Helfer hier unterwegs. Gerade am Ende angekommen, sehr schön. Das wird noch interessant, wenn er anfängt, hier die Windräder zu streifen. Bin gespannt, ob das gut hinhaut. Wo sind noch Helfer unterwegs? In der Aussaat haben wir Helfer unterwegs. Man sieht hier, so langsam füllt sich die Fläche. Der Xerion... Oh nee, Moment. Du sollst da hinspringen zum Xerion. Da ist er. Der Xerion ist mit der Amazone Seemaschine unterwegs. Und wir pflanzen... Ach herrje, was pflanzen wir denn da? Weizen, Gerste, Hafer, naja, irgendein Getreide. Ich komme gerade durcheinander. Was war eigentlich was? Läuft also auch ganz gut voran. Wird langsam. Und wir haben den vierten Helfer hier unterwegs. Das dürften Sonnenblumen sein. Jawohl, das erkenne sogar ich. So langsam wird es auch hier. Die Seemaschine macht immer noch mal so ein bisschen Problemchen, wie man hier sieht. Also ganz sauber ist das nicht. Das Problem hatte ich in der Form, glaube ich, mit anderen Zugmaschinen bisher noch nicht. Muss ich mal drauf achten und beim nächsten Mal vielleicht ein Xerion vorhängen und gucken, ob die Maschine dann auch diese Zicken macht. Wenn man selber fährt, dann schlackert die tatsächlich ziemlich hin und her. Ist ein bisschen unangenehm. So, Bildchen nehmen wir gleich mit. Also, es wird fleißig gearbeitet. Im Einsatz oder bereitstehend haben wir an den Wiesen jetzt halt auch noch hier zwei Pressen. Die stehen hier schon. Dementsprechend haben wir aktuell gar nicht mehr ganz so viele Zugmaschinen. Hier drüben am Hof steht ein Xerion. Mit Scheibenegge, die wollte ich jetzt erstmal wegstellen und wegparken. Jetzt ist nur die Frage, wohin mit dem Teil? Bin mir noch nicht so ganz sicher. Beim Platz habe ich dafür noch nicht wirklich auserkoren. Und hier ist aktuell eigentlich so ziemlich alles belegt. Ich glaube, ich würde die im Zweifel erstmal hier jetzt stehen lassen. Ah, oder wir stellen sie da hinten mit rein. Ah, da steht die Spritze. Aber es ist ja die gleiche Scheibenegge. Vielleicht kriege ich die ja davor manövriert. Wollen wir mal schauen. Mal gucken. Ah, so ein bisschen zuppelt es hier aber gerade. Weiß nicht genau warum. Ist jetzt natürlich nicht die beste Maschine, um die da reinzufahren. Fällt mir gerade so auf. Wir sind möglicherweise ein bisschen sehr breit aufgestellt gerade. Ah, aber passt.
wenn ich jetzt nicht in die falsche Richtung gelenkt hätte. Und so ganz bin ich da auch noch nicht in der Ecke drin. Vielleicht hätte ich vorher einmal umkonfigurieren sollen. Da kommt das hin? Oh, gerade so. Gerade so. Da fahren wir auch schon auf. Gut, 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 gut. Das hat doch sehr schön hingehauen. So, zweimal das gleiche Modell. Perfekt. Allerdings komme ich hier nicht wirklich gut rein, wenn ich da noch was hinstellen möchte, ne? Naja. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Denn hier durch die Tür... Na, ich habe ja super geparkt. So. So, und jetzt machen wir Folgendes. Hier ist ja gerade eine Werkstatt. Dann konfigurieren wir direkt einmal um, damit wir einigermaßen straßentauglich werden, falls wir das Gerät gleich noch benutzen wollen. Konfigurieren. Reparatur aktuell. Ja gut, nicht wirklich nötig. Zwillingsbereifung. Die kommt jetzt runter. Was haben wir denn alles im Angebot? Was haben wir alles schon gekauft? Achso, es gibt nur die Varianten, die drei. Okay. Dann gehen wir auf die. Konfigurieren. Danke sehr. So, das ist doch besser. Sehr gut. Dann fahren wir mal kurz rüber zur anderen Hochfläche. Und schnappen uns dort einen von unseren MAN. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich muss Precision Farming technisch auch noch auf die Flächen, ne? Das muss ich noch nachholen. Und jetzt, wo ich wegfahre, fällt mir ein, ich muss höchstwahrscheinlich auch noch einige Flächen walzen. Ist also gar nicht so schlau, jetzt mit dem Xerion wegzufahren. Ich sollte eigentlich mit einer großen Walze losfahren und die auch starten. Muss gewalzt werden. Naja, das ist ja prima. Okay. Ja gut, dann müssen wir wieder zurückfahren. Jetzt erstmal die Ballen einmal wegholen. Denn die liegen sonst im Weg und dann fahren sich die Mähwerke sonst fest da dran. Das möchte ich gern verhindern, deswegen wollte ich die zumindest einmal wegsammeln. Und da hier ja gerade sonst nichts los ist, können wir den auch einfach hier parken. Da geht es nämlich schon los. Da war schon die erste Blockademeldung. Oh, der ist ja gar nicht angekoppelt. So, jetzt ist er angekoppelt. Da kommen die. Die Elektrik muss noch. Warum will die nicht? Wo hänge ich denn hier? Irgendwo hänge ich fest. Will nicht. Manchmal hilft es ja, wenn man so ein bisschen einlenkt. Bin ich jetzt doof? Der hat doch eigentlich Elektrik. Die will aber nicht. Ach nö, komm. Das funktioniert doch sonst alles nicht. Dann machen wir es anders. Das war, ich muss glaube ich hier hin. Ist das das richtige oder das falsche Menü? Wo ist das? Manuelles Ankuppeln aus. Einmal weg und einmal wieder dran. So.
So richtig will das heute nicht mitmachen hier, oder? Gut, vielleicht hat er auch gar keine Elektronik. Naja. So kann man sich täuschen. Okay, Ladegurte konnte ich lösen. Juti, dann nehmen wir jetzt unseren neuen Weg. Über unsere neue Brücke. Und sammeln die Runde Ballen aus dem Vorgewände einmal weg. Oh, und da hinten steht ja auch noch die ganze Wiese voll. Das hatte ich völlig vergessen. Die müssen ja auch noch weg. Ich brauche mehr Ballenlager. Krass. Ja, vielleicht ist das heute auch eine Aufgabe. Dass wir neue Ballenlager platzieren und dafür einen Ort finden. Mal gucken. Also die alten quasi verkaufen. Und neue hinsetzen. So, da passe ich wunderbar durch. Sehr schön. Ja, hier sieht man ganz wunderbar, dass ich den Cosplay-Kurs nicht so ganz getroffen habe auf dieser Seite. Was war das denn? Warum wurde der nicht mitgenommen? Bin ich zu schnell unterwegs oder was hier los? Ja, okay, ich war zu schnell. Alles klar. Pack die mal kurz dahin und nimm die neu auf, dass es ordentlich aussieht. Dankeschön. Und weiter im Text. Ja, also wenn wir dann von dieser Fläche, der Fläche daneben und den hiernach noch folgenden Flächen weitere Ballen einsammeln. Ich komme gar nicht drum herum, andere Ballenlager noch zu setzen. Ich mag die Ballenlager, die wir am Hof haben, sehr. Aber ich kann halt keine Ballen da reingeben, die noch nicht zu Silage gegoren sind. Ich kann aber auch nicht, oder ich möchte nicht, die ganzen einzelnen Ballen hier rumliegen lassen. Das hilft mir ja auch nicht. Ich könnte sie theoretisch hier auf der Wiese stehen lassen und sagen, na komm, ist egal. Dann müsste ich sie halt, bevor ich das nächste Mal mähen möchte, einmal absammeln. Bis dahin müssten sie ja eigentlich fertig sein. Aber das wirft dann auch meine ganzen Arbeitsprozesse komplett durcheinander. Das möchte ich also verhindern. Deswegen sammeln wir hier ein und, oh Gott, allein das Vorgewände füllt schon fast unseren Anhänger hier. Das ist ja mega gut. Das freut mich sehr. Das heißt, viel Ertrag. Und davon bin ich großer Fan. Da vorne fehlt wieder einer. Naja, okay. So, wir fahren hier einmal drauf und nehmen von der Seite hier gleich weitere mit. Nee, du bist nicht fertig. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Da ist noch mehr zu holen. Wenn du die Eimer ordentlich stapeln würdest, kriegen wir noch zwei mehr mit. Den da auch, bitte. Ja, jetzt steht der gut. Der will nicht. Warum nicht? Ah, jetzt, guck mal. Sehr schön. Und den da. Ja, perfekt. Gut, gut, gut. Na, auch ein schönes Bild, ne?
Das ist immer gern gesehen. Oh, guck mal, da werden Ballen gesammelt. Fantastisch. Das muss was mit Mähen zu tun haben. Bitte sehr. So eine ganze Anhängerladung, obwohl. Vielleicht. Vielleicht kriegen wir hier noch eine zusammen. Bisschen Platz haben wir noch in unseren neu gesetzten Ballenlagern am Sägewerk. Da fahren wir jetzt rüber und bringen die einmal dahin. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Platz da noch ist. Lassen wir uns überraschen. Nee, hier wollen wir nicht rein. Die nächste. Boah, ich kann kaum bremsen. Krass. Ja, und gemeint sind die Ballenlager, die hier sind, dass ich die dann hergeben muss, höchstwahrscheinlich. Und sie austausche gegen solche wie hier drüben. Wobei wir fahren von da hinten rein, dann kommen wir besser wieder weg. Boah, man muss echt frühzeitig anfangen zu bremsen, das ist krass. Oh. Ja, das Lager ist voll, ich weiß, aber das hier noch nicht. Ding, 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 ding. Sehr schön. So, kurzer Stopp und Check. Wie viel Platz ist denn hier jetzt noch? Ach so, da musste man so ran. Gesamtkapazität 280 von 800. Hier ist ja noch richtig Platz drin. Warum sieht es schon so voll aus? 800 von 800. Okay. Ja gut, dann das ist ja sehr positiv. Dann will ich mich nicht beschweren. Dann fahren wir jetzt den Rest holen. Also irgendwie fährt er sich heute komisch hier. Aus irgendeinem Grund zuppelt es auch ordentlich. Vor der nächsten Aufnahme sollte ich vielleicht einmal den Rechner neu starten. Kennt ihr das, wenn ihr ganz viele Sachen am Rechner gemacht habt? Unter anderem Photoshop benutzt, Premiere benutzt, viele Browserfenster offen, tatsächlich auch Games angehabt. Und so weiter. Und ihr habt ihn aber nicht neu gestartet. Und irgendwann sagt er dann, nee, nee. Jetzt habe ich so viel im Zwischenspeicher geparkt. Jetzt musst du mal einen Neustart hinlegen. So, da sind wir wieder. Perfekt. Dann gucken wir mal. Es können jetzt Tipps abgegeben werden, ob der Hänger voll wird oder nicht. Hier nochmal der Blick. Und nicht schummeln. Oh, wenn ich das so sehe, bin ich fast guter Dinge, dass das hinhauen könnte. Ich frage mich gerade, wer da immer diese Blockademeldung auslöst. Das irritiert mich immer total. Oh, einfach mitten drauf gepackt. Und jetzt schon die nächste Lage, oder wie? Nee, okay. Ja, interessante Technik, die hier gerade angewandt wird.
Da muss ich auch gleich einmal neu stapeln. So möchte ich das nicht fahren. Krass, wir kriegen echt einen Hänger voll. Und wir kriegen gar nicht alles mit, wenn ich das hier richtig sehe. Ah, obwohl so neu gestapelt. Nee, ich fürchte, wir müssen hier gleich nochmal herkommen. Das ist sehr erfreulich. Ich habe aber nicht damit gerechnet. Was für eine krass ertragreiche Wiese, die ich auch noch walzen muss. Oh Gott. Bei den letzten Flächen konnte ich das ja einsparen, weil sie dann neu aufbereitet wurden. Aber das hier bleibt ja eine Wiese. Also dran denken, dass ich hier die Walze auspacke, die Wiesenwalze. Ich brauche echt noch mehr Zugmaschinen. Das ist ja crazy. Es reicht nicht, muss ich feststellen. In den Angeboten ist aber auch gerade nichts. Ich habe vorhin schon mal geguckt kurz. Da ist nichts drin, wo ich sagen würde, oh ja, sehr schön, da liegt mehr als ich dachte. Dass ich sagen würde, jo, nehme ich. Da ist gar nichts drin an Zugmaschinen. Das ist ein bisschen schade. Wow. Ich hatte gehofft, wir können heute was kaufen. Wobei, das sind ja Agro-Trucks. Oder Agra? Agra oder Agro? Ich komme immer durcheinander damit. Na, auf jeden Fall Agra geeignet. Und wir haben drei davon. Und die sind gerade auch alle nicht im Betrieb. Also die können wir natürlich auch noch mit einbinden. Ist jetzt gerade so luxuriös, dass die hier immer vor den Anhängern mit den Ballen stehen und der dritte gerade vor unserem Holzanhänger steht. Aber das tut ja auch gar nicht Not. Wir können die auch anderweitig dann einsetzen. Und so eine Walze können die sich ja auch ziehen. Also doch keine Not am Mann aktuell. Plus den Xerion natürlich. Da muss ich mal gucken, wie viel Walzen ich aktuell noch habe. Ich meine, ich habe eine große für Aussaatwalzen, eine kleinere für Aussaatwalzen und eine Wiesenwalze, wenn ich mich nicht täusche. Sehr schön, immer rein damit, sehr gut. So, und die verbleibenden Ballen, die kriegen wir auch noch mit. Dann kann ich mich zumindest heute darum drücken, bauen zu müssen. Dann schnappen wir uns tatsächlich eher noch eine Walze. Wow, oh mein Gott. Ich dachte, wir kippen um. Das hier ist übrigens auch unsers. Hier hinter mir. Oder links neben mir, so. Das habe ich ja zwischenzeitlich mal dazu genommen. Sollte ein Lagerplatz für Ballen werden. Dann habe ich festgestellt, oh, ist gar nicht nur gegrubbert, ist schon angesät. Aber ja, umso besser. So. Einmal den Rest abholen. Das wird jetzt aber kein Anhänger hier voll sein. Dafür reicht's nicht. Aber ich würde sagen, das könnte ein ganz interessanter Winter werden oder Jahresbeginn,
wenn ich die Ballen, die wir jetzt haben, verkaufe? Für Futtermittel brauche ich sie nicht, da habe ich die Silos voll. Beziehungsweise wir werden die dann ja auch wieder neu füllen. Also, das löbt. Das sind, glaube ich, vier volle Silos mit Silageballen. Und eins, wo wir jetzt angefangen haben einzulagern. So, wir parken den mal hier zwischen, dass er hier schon bereit steht. Sehr schön, den Part haben wir schon mal. Okay, dann switchen wir. Genau, immer mal zwischenspeichern. Sehr schön. Der Rechner denkt mit, das ist ganz wunderbar. Dann schnappen wir uns jetzt den Xerion, den wir, glaube ich, hier geparkt haben. Ja! Und dann fahren wir mit dem jetzt wieder rüber. So. Und wir nehmen aber direkt hier den MAN mit. Was hat gedingt? Rosinen haben gerade einen Höchstpreis. Oh. Und da ist nämlich... Siehst du? Hier. Deswegen fuhr der andere sich so komisch. Diese Verbindung wurde nicht getätigt. Das erklärt, warum der so komisch rumgejuckelt ist. So, du folgst dem. Oh. Ach. Ich habe gerade zum allerersten Mal herausgefunden, dass ich über einen Pauseknopf auf der Tastatur das Spiel pausieren kann. Gut. Wieder was gelernt. Ha. Sehr schön. Auf zu den Walzen. Wie fahre ich da am besten? Wir haben ja jetzt viele Möglichkeiten hier neuerdings. Wir fahren mal von hinten ran. Sprich, wir kommen von hier. Haha, durch unsere Produktionslinie hier. Können wir auch gleich checken. Ja, hier ist noch Baumwolle, hier ist noch alles gut. Steinsammler steht nach wie vor schön im Weg. So, da steht eine kleine Walze. Aber wo ist die Wiesenwalze? Ich könnte schwören, ich habe eine. Der MAN denn mitgekommen? Ja, ist er. Perfekt. Sehr gut. Für dich gibt es heute die kleine Dalmo. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit der weit komme. Ich wollte eigentlich die Wiesenwalze hier hinterhängen. Ich mache den erstmal aus. Jetzt nur die Frage, wo habe ich sie gelassen? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Oh nein, dann hätte ich den MAN da lassen können. Das war mal nicht so schlau. So. Du nimmst the big one. Na, dann schicke ich den MAN zurück, wa?
So, du warst eigentlich ganz gut da, wo du gewesen bist. Fahr noch mal zurück. Ärgerlich. Ich möchte halt gar nicht lange warten damit, sondern direkt die Wiese wieder aufbereiten, damit die schnell wieder ready ist. So, Hof 2. Und du kannst... Oh, jetzt weiß ich nicht, welcher Kuhstall. Deswegen fährst du einfach mal so los. Und für dich geht's jetzt auf unsere große Fläche. Oh, sehr schön. Danke fürs Durchlassen. So, ein bisschen schneller dürfen sie laufen. Danke. Oh Gott, ich hänge irgendwo fest. Ja, an meinem Reifen. Spitzmäßig. So, auf der Fläche würde ich dann einsteigen mit dem Walzen. Der steht schon mal bereit. Wo ist der MRN hin? Da ist er. Ab hier kann ich übernehmen. Danke. Den wollte ich nämlich einmal abgreifen, damit er gar nicht erst hier abbiegt. Und einmal nach hinten durchfahren. Ah, da hätte ich abbiegen müssen. Jetzt muss ich durch die Büsche. Na gut, fahren wir durch die Büsche. Und guck an, da steht sie hinter dem Schiebeschild. Kriege ich das hier eingesackt? Bestimmt. Ah, aber nicht mit der... Nee, kriege ich nicht. Nein, das ist falsch konfiguriert. Fürs Schiebeschild. Ich könnte das jetzt mit dem MAN einfach wegschieben. Mache ich aber nicht. Wir nehmen jetzt tatsächlich einmal... den starken Bauern und... Wir haben ja gut gefrühstückt. Boah. Ihn geht ja wohl. So. Zack. Ich wusste nämlich, dass das passen müsste. Ich wusste aber nicht, dass der Schiebeschild davor steht. So, wir kürzen wieder ab. Und stellen den auch schon mal bereit. Denn, Freunde, ich wollte mal wieder ein bisschen darauf Acht geben, dass die Folgen nicht ganz so ausufern. Und wir sind schon wieder über eine halbe Stunde. Und das soll so meine neue, möglichst meine neue Marke werden. Das wird nicht immer hinhauen. Aber wenn ich das schon mal so einigermaßen hinbekomme, dann versuche ich dann auch zu... stoppen. Und ihr seht, ich habe hier gleich offscreen noch gut was zu tun, weil ich mich hier wieder ganz dumm festgefahren habe. Oh, ich habe mich befreit. Ja, man lernt dazu. Das sind meine neuen Fahrkünste. Ganz wunderbar. So. Ja, also ich würde schauen, dass ich irgendwie so grob um eine halbe Stunde rum wieder anfange zu liegen mit den Folgen. Ist, glaube ich, gut für euch. Gelegentlich wird es mal Zeitraffer mit da drin geben, wenn ich es schaffe, die einzubauen. Manchmal werden die Folgen höchstwahrscheinlich auch länger, aber heute bietet sich das an. Deswegen machen wir hier für heute Feierabend. Und dann wisst ihr, was in der nächsten Folge passieren wird. Wir werden die Walze auspacken. Nein, die Walzen werden wir auspacken. Und unsere Wiese aufbereiten und die große Fläche.
und nebenbei wird gemäht und gesät. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. War so ein bisschen, was hat man vom Hof gesehen. Wir haben die Ballen eingesammelt und die Mähwerke einmal begleitet. Also es läuft gerade wieder relativ viel. Das freut mich, dafür ist die Niedersachsen ja auch da. Ich brauche trotzdem mehr Zugmaschinen, damit wir mehr gleichzeitig machen können. Gut, genug gesabbelt. Lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt mir gerne einen Kommentar, gerne auch ein Abo da lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf der Niedersachsen wieder, wenn es hier mit den Walzen weitergeht. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.